Stinke Boot, stinke Boot, stinke all the way. Ich fahr hier mit dem Stinkeboot an der Küste lang, oh hey. Ja, Stinkeboot, 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 oh hey. Ich fang hier mit dem Stinkeboot an der Küste lang, oh hey. Weihnachten ist vorbei, es gab Kartoffelbrei. Von der ganzen Weihnachtswonne wiegt der Arsch nun eine Tonne. Oder auch 1000 Kilo. Ich rede Scheiße. Ja. Oh fucking K, wir fahren hier einmal wild durch die Gegend. Mich würde es wundern, wenn wir hier nicht irgendwie, wenn wir hier an der ganzen Küste lang fahren, irgendwann ein blinkendes Signal auf unser GPS kriegen. Aber man muss schon ziemlich schnell, ziemlich nah sein an den Dingern. Und deswegen. Wow, wow, wow. Wow! Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gegen das Maschinengewehr geschossen. So, wo sind wir denn jetzt? Ich kriege eine Krise, wenn ich jetzt nicht gespeichert habe irgendwo in der Nähe und dann nochmal irgendwie alles Mögliche machen muss. Ja. Den Sprengpfeil gegen... Ich sterbe gerade ein bisschen. Was tust du? Ja. Jetzt müssen wir den Wachposten da oben nochmal ausnehmen, nochmal da durchrasen, nochmal. Ah, fuck die Henne, ne? Aber zum Glück hatten wir ja zwischendurch eben keinen Diamanten gefunden. Ich brauche was zum. Ah, ich sehe die jetzt gerade nicht. Na komm näher, komm näher. Ich brauche jetzt ein bisschen Agro-Dings-Relief. Wollt ihr mal nicht so rumzuckeln? So ist brav. So. Mann, 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 Mann. Diese Kinder. So. Da ist die Brücke. Und voller List und Tücke. In den Arsch. So. Du bist doof, hängst da an deiner dämlichen Kalaschnikow rum. Kalaschnikow. Tja. Ja, ich denke mal, da können wir ohne Probleme runter. Das waren nur drei People da unten. Hauptsache, ich stürze mich hier nicht zu Tode. Dann holen wir uns das Auto. Und fahren wieder an dem Kackwachposten da vorne vorbei. Dann tauschen wir wieder die Waffen durch, holen uns wieder die Muni. Sei nicht genervt, lieber Zuschauer. Ich bin mindestens genauso genervt von mir selbst. Weißt du, wenn man einen Tag zuvor 45 Minuten Aufnahmezeit verliert, weil man ob ich das schaffe? Natürlich schaffe ich das. Wenn ihr uns nicht hier von der Straße rammelt oder ich mich selber von der Straße rammle. So. Das machen wir wieder so. Wenn der Herr jetzt kommt. Ich höre auch schon wieder den anderen Nervwagen. Wo ist denn der Vogel jetzt hin? Hier war irgendwie eben auch schon wieder der Jeep, der sich hier immer wieder ankündigt.
Weißt du, Speicherstand, Waffen durchtauschen und mach das diesmal richtig. Tu das gut, Alter. Wo ist ein kleiner? Okay. Alter! Weißt du, worauf ich mal Bock hab? Weißt du, ich packe eine Sniper, eine frische Sniper in diese Kiste hier und hol mir einen Trommelrevolver. Ich habe mal wieder Bock auf ein bisschen Randale. Ich habe so viel Lust, hier alles kaputt zu machen. Ey, die beiden Folgen, die und die nächste, die haben ja mal sowas von reingeschängelt von den Aufrufen. Also manchmal läuft's, ne? Wäre schön, wenn das immer so wäre. Ja, und wollte ich auch noch sagen, falls du nichts mitgekriegt haben solltest von der Umfrage oder besser gesagt von der Frage nach, was wir als nächstes machen, dann hast du wahrscheinlich nicht abonniert. So. Das erinnert mich dran, ich habe ganz vergessen, Muni zu holen. Alter, das sieht hier aus. Oder habe ich Muni geholt? Ui, ich bin irgendwie ein bisschen unkonzentriert, ne? So, dann noch ein bisschen Medi. Vic Medi Night hilft bei Husten. So, dann... Also wer sollte noch wissen, dass da hinten, da bei der Insel, so ein paar Onanisten rumhängen, ne? So ein paar Pendejos. So ein paar... was habe ich neulich noch für ein Wort gelernt? Das heißt ungefähr dasselbe. Aber kannst du mal richtig fahren, Kollege? Hier schauen Leute zu, die unter Umständen Pro-Gaming erwarten und du machst hier so einen Scheiß. Stuhl heißt das natürlich. Hui! Guck mal, diesmal merken sie gar nichts. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich nicht, als ich auf das Müllboot gestiegen bin, gespeichert habe. Rafflix Starks. Ich sollte bei jedem errungenen Punkt, sollte ich sofort speichern. Ja, sollte und ist, ne? Ja, würde, hätte, könnte und wäre schön gewesen. Genau. Das Motto stimmt schon. Ist gar nicht exaggerated. Das ist exaggerated. Ja, lass mich mal hier runter. So. Nimm mal lieber die Spaßwumme aus dem Slot. Ansonsten geht hier noch irgendwas hoch. So, rein in die Müllbrühe und drauf aufs Boot. Und diesmal machen wir nicht den Code. Also da hinten irgendwo an der Insel sitzen Onanisten und ich darf mich nicht von denen beeindrucken lassen. Onanisten beeindrucken mich so leicht. Nee. So, ja, wenn ich mir mal gemerkt hätte, ne? Diesmal nicht. Wenn ich mir mal gemerkt hätte, wo es Knatteratat gemacht hat. Okay. Also da ist die Einfahrt. Ist das die Einfahrt? Warte mal. Das sieht aus. Oh, warte mal. Warum komme ich hier fucking nicht raus? Warte mal. Lass mich mal von dem Boot runter. Nicht, dass die. Das war nämlich so eine Bum, 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 Bum. Und die. Da fliegt mal ganz leicht das Boot in die Luft. Und dann hätten wir ein Problem. Ich schleiche mich mal hier lieber lang und ab und zu mal auch auf die Karte gucken. Ich glaube, da vorne in der Bucht war das, wo die Vögel saßen. Immer die andere Wumme, damit kann man besser gucken. Nicht die. Ach so, wir haben ja gar keine Sniper. Scheiße. Ja, Stuhl heißt das natürlich, klar. Ah, da. Guck mal.
Ja, das sollte es zumindest schon mal für ihn gewesen sein. Ah, dass das so dreckig ist, das Visier. Trotzdem. Bams. Und du. So. Mehr sollte da nicht sein, ey, echt. Ich wusste gar nicht, dass hier so ein kleiner Posten war. Schau mal. Ja, da schau her, ein Teddybär. Digga, ne? Schicke Knarre hast du da, so eine hatte ich auch mal. Kannst mal zumachen. Hallo. 125 von 221 Diamantkoffern. Yes. Soll ich mir mal dieses Boot holen oder soll ich hier noch ein bisschen durch die Gegend laufen? Warte mal, lass mich mal auf die Karte gucken. Also jetzt haben wir hier einen Diamanten gefunden. Wir gehen mal zu diesem Wachposten darüber. Wir gehen da jetzt einfach hin, weil da jetzt mit dem Boot hinfahren, wird uns eh unterm Arsch weggeschossen. Wir schwimmen mal eine Runde. Das ist gesund. Das ist gut für den Kreislauf und gut für die Muskulatur. Ich bin ein Muskelbiber. Der Herr, der liebe Kevin, der weiß, was Muskelbiber bedeutet. Nicht wahr, Kevin? Muskelbiber im Einsatz. Nein, und das hat nichts mit dem zu tun, was manche Leute als Biber bezeichnen. Süß. So. Ja, Biber sind süß. Ja. Es tanzt ein Biberbutzelmann in unserem Kreis herum, die Lumm. Kann man da oben eigentlich irgendwie auf der Anhöhe da vielleicht lang? Nicht mit der Karte vor der Nase, das geht mal nicht. Nein, aber vielleicht kann man hier. Ah, ein kleiner Weg. Moment. Nee, das ist kein kleiner Weg, das ist eine ausgewachsene Straße, auf der durchaus auch Autos kommen können. Nicht sollten. Und da vorne ist das Wachtpöstlein. Speichern. Jawohl, Sir. Sir, jawohl, Sir. Ich hoffe mal, dass jetzt kein Patrouillenauto vorbeikommt. Ach. Da unten. Ah, ich sehe ihn blinken. Moment. Ich sehe ihn blinken. Also. Wird nur eine Frage sein, wie man da hochkommt, ne? Oder sollte das Ding sein, was wir schon zigtausend Mal versucht haben zu kriegen? Und wo ich mich geärgert habe. Ja, jetzt müsste man einen Kletterhaken haben oder sowas. Und da drüben ist der Wachposten. Da kümmern wir uns nachher drum. Sieht aus wie eine Tanke. Könnte... Ist das nicht... Den hatten wir doch schon. Verflixt Starks. Aber wahrscheinlich habe ich den ganzen Kram in die Luft gejagt, weil es eine Tanke ist. So, also... Ich lasse mir jetzt die Zeit, das rauszufinden, wie man den da oben kriegt. Das kann dauern. Wird es wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich muss man von der anderen Seite kommen. Wahrscheinlich müssen wir um die ganze Geschichte rundherum. Also hier. No chance, my friends. Na, seht ihr schon, ne? Also. Wenn du hier irgendeinen Weg siehst, wie man auf diese Anhöhe da oben drauf kommt. Also hier hinten kann man sich auch nicht hochbacken, ne? Nö, also gar nicht. Das heißt, man müsste indirekt dorthin kommen.
Da vorne ist ein Baum, aber der bringt einen auch nicht da hoch. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass da hinten irgendwo dann lang geht. Also dass man so auf dem Umweg dahin kommt. Dazu müsste man hier irgendwo durch diese massive Felswand durchkommen. Aber wir haben Zeit, hoffe ich. Ich habe ja extra gesagt, diese Sitzung ist zur Not komplett, oder was heißt zur Not? Sie ist komplett der Diamantensuche gewidmet. Das sah jetzt hier so aus, als würde man hier durchkommen. Aber das ist auch nicht, ne? Nee, zu steil. Okay. Mir wird schon schwindelig. 37 Minuten, ich müsste gleich schon wieder eine Pause machen. Oh, Entschuldigung. Der alte Hopf, das rülps. Ich hoffe, dass dieser Wachposten da vorne nicht schon wieder besetzt ist. Ja, und ich glaube mal, ich werde heute keine Zeitraffer-Geschichte machen. Immer diese... Ja gut, hier kann man High Ground kriegen und da drüben... Wir sind schon wieder am Start. Das ist doch nicht wahr. Also Ubisoft, das kann man so machen. So. Ist jetzt mal Ruhe oder was? Ja, genauso wie mit dem Diamantenkoffer jetzt. Soll ich da hochfliegen oder was? Ich glaube kaum, dass der Weg über zwei Karten führt, oder? So. Lass mich mal schauen. Was ist da vorne? So. Es ist da, wo dieser grüne Flatschen ist. Mhm. Und da muss man irgendwie raufkommen. Und ich werde jetzt alles tun, um da hinzukommen. Und wenn es Jahre dauert, liebe Freunde, Nachbarn, Landsleute, wir werden das gemeinsam durchstehen. Ich nehme euch jetzt in Geiselhaft, aber sowas von. Ja, ich finde das jetzt gar nicht lustig. Glaubt mir das, vor allem weil ich schon wieder ein verkacktes Auto höre. Entschuldigung, verstuhlt natürlich. So. Wir sind gleich an diesem komischen Safehouse da. Ich werde hier einmal um den Berg rumgehen und wenn wir dann kein Hoch kriegen da, wollte ich gerade sagen. Wenn wir da nicht hochkommen, ich wollte sagen, wenn wir da keinen Aufgang oder so finden. Sonnen- oder Mondaufgang. Schnausee. Dann ist das nicht mein Problem und dann muss ich diesen Diamanten leider aufheben. Ja. Also ich habe glaube ich oft genug gesagt, sicher, dass ich das machen muss, dass ich das machen soll mit dem Diamanten suchen. Ja, und ihr so, zumindest die Mehrzahl so, ja, mach, ist interessant, ich habe noch Zeit. Das kann sein. Scheiße. Ich will das nicht. Gut, der hat sich jetzt nach da hinten verzogen. Ja, ich hasse das, wenn ich in so einer
verkackten Schlucht bin und keine Möglichkeit habe, da rauszukommen. Es ist doch fiese, ne? Wenn so ein Diamant so liegt, dass man sich ein abrätseln muss, wie man da hochkommt. So, nö, jetzt sind wir hier schon. Jetzt sind wir hier schon auf der Nordmittelkarte. Ich kann ja mal aus Langeweile mal die Karte ziehen. Ja. Alter. Ich habe hier gar keinen Bock drauf. Also auf diese Schlucht, ne? Und diesen Berg. Aber ich glaube, dieser Diamant hatte mich schon ein paar Mal verspottet. Das ist einer von denen, wo ich schlichtweg aufgegeben habe, glaube ich. Guck nochmal Karte. Das sollte ich regelmäßiger machen. Aber ich glaube, ich bin jetzt hier oft weit genug um diesen Berg rundherum geschlichen, um sicher zu gehen zu können, dass hier wirklich kein Weg auf the top führt. Was das da für eine Hütte ist, keine Ahnung. Aber schaut mal, auch ziemlicher Mangel an Rauten hier. Ja. Es mag jetzt sein, dass jetzt hier so manche Folge dieser Sitzung Zero Action hat. Einfach nur, weil ich hier Berge kuscheln muss. Um sicher zu gehen, dass man wirklich nicht auf diese Plattform da hochkommt. Ja, ich hänge hier am Baum fest. Und aus genau diesem Grunde, meine Lieben, habe ich eigentlich für mich selber dafür votiert, keine Diamantensuche zu machen. Ich weiß nicht, ob das der letzte war.